jetzt auch ohne Musik. Finde ich so schade. Ich finde die Musik richtig cool. Gerade. So schön so. Na? 17, ich bitte dich. Bam, bam. Eine Warntafel. Warum greift uns eine Warntafel an? Na gut. Da geht's lang. Perfekt. Die Kiste nehmen wir mit Substanz Gift. Wir speichern auch nochmal schnell. Ich weiß nicht, ob wir davor nochmal speichern können gleich, aber ich glaube nicht. Hat. So. Deswegen machen wir das nochmal ganz schnell. So, und fahren eine Etage höher. Wo bin ich jetzt? Da bin ich. Iris! Iris? Oh, so heißt sie also. Was willst du? Wir nehmen Iris wieder mit. Ach, Außenseiter. Hättest früher merken sollen, du. Es gibt zu viele frivole Dinge auf dieser Welt. Wollt ihr mich töten? Das solltet ihr nicht, glaub ich. Das solltet ihr nicht, glaub ich. Glaub ich. Die Maschinen sind sehr empfindlich. Wer würde sie bedienen, wenn ich nicht mehr wäre, hm? Das stimmt. Ich würde sagen, du solltest logisch denken, bevor du voreilig handelst. So, bring das Subjekt rein. So, jetzt wird's lustig. Iris haben sie in diesen Behälter gesperrt. Und jetzt kommt dieses, das teure Subjekt, herein. Und rastet natürlich voll aus, so 15 Tage nichts mehr gegessen. Ich hab Hunger. Ich fall dich ein. Ach Gott. Cloud, Hilfe! Verdammt, was machst du denn da? Einer gefährdeten Art Beistand leisten. Beide sind kurz vor dem Aussterben. Wenn ich nicht helfe, werden all diese Tiere verschwinden. Tier? Das ist schrecklich. Iris ist ein Mensch. Dafür wirst du bezahlen. Barrett, kannst du nichts tun? Haha, also gut. Zurücktreten. Stopp! Ja, das, wie gesagt, das sind empfindliche Geräte. Was machst du? Oh, meine teuren Subjekte. Und er öffnet die Tür. Achtung. Anhaltst du. Gleich anhalts nah. Jetzt hast du die Chance, Iris zu schnappen. Alles klar. Hi Iris! Huhu. Danke, Cloud! Na, kein Ding. Okay, es wird noch ein weiteres Ding hereintransportiert. Cloud, was ist los? Der Aufzug bewegt sich. Das ist kein normales Subjekt. Das ist ein sehr wildes Subjekt. Es ist ziemlich stark. Ich helfe euch raus. Es hat gesprochen. Später spreche ich so viel du willst, Fräulein. Wir übernehmen das Monster. Kann jemand Iris an einen sicheren Platz bringen? Ja. Wenn ich jetzt Cloud und den neuen, ja, wir kriegen ihn als Kämpfer, ins Team nehmen, wäre Barrett blöd, weil Iris und Tifa können zusammen nicht wirklich viel reißen. Ich nehme mal Barrett. Wobei es, glaube ich, egal ist, wir treffen uns eh vorher nochmal. Wie heißt du? Hojo hat mich Red 13 genannt. Ein Name, der für mich keinerlei Bedeutung hat. Nenn mich, wie du willst. Okay. Ich benenne ihn immer sehr gerne um. Weil irgendwie Red 13 finde ich nicht so... Mir gefällt der richtige Name besser.
Den erfahren wir aber erst etwas später. Den will ich jetzt so nicht spoilern. Deswegen nehme ich für diese Aufnahme den Red 13. Komm schon! Bossfight, Baby! Genau, und zwar Prototyp und Prototyp H0512. Genau, Red 13 macht einmal Feuer, Tifa greift den an und Cloud macht erstmal auch nur einen Angriff. Feuer hilft, soweit ich mich erinnere, bei diesen Viechern ziemlich gut. Die kleinen vorne kann man getrost außer Acht lassen. Weil, oder ist Feuer doch nicht so gut? Doch, ich glaube, Feuer ist gut. Ja, Feuer ist gut. Oh. Weil, ich hoffe, das klappt jetzt, aber ey. Ach, fuck, Gift, ey. Ja, super, das war so klar. Okay, das erste Mal, dass ich sterbe bei diesem Kampf. Gott sei Dank haben wir Phoenix wieder gekauft. Aber Cloud macht einmal Kreuzschlag. Ja, genau. Die kleinen Viecher kann man außer Acht lassen, weil er holt sie einfach immer wieder. Von dem her wäre es blödsinnig, die anzugreifen. Genau, jetzt ist er nämlich auch gelähmt. Das gibt mir wiederum die Chance, etwas mehr Schaden jetzt zu machen. Jetzt nicht mehr, verdammt. Ich hätte vielleicht noch einen Trank hinterher holen müssen, ne? Nicht, dass das jetzt groß reicht. Aber dann muss halt mal Cloud in die Bresche springen. Eigentlich ist der extrem einfach. Ich weiß jetzt nicht. Irgendwie hätte ich mehr auf Tiefe achten sollen. Genauso wie auf Red 13. Ja, aber komm, denn sein Limit will ich noch zeigen in dem Kampf. Vergessen. Macht erst noch Feuer. Ich glaube, es könnte gut reichen. Jawohl, es reicht. Slash Sam. Bam. Jetzt müsste aber dann auch mal. Nein! Das war blöd. Ah, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich mich nämlich wahrscheinlich selber mit Feuer. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung. So. Hier poppen, ich hoffe, man sieht die Maus jetzt nicht im Bild. Hier poppen wieder irgendwelche. Oh, ein Talisman. Bilder auf meinem Desktop von Updates Gedöns. Hi Iris, bist du okay? Sie scheint okay zu sein. In vielerlei Hinsicht. Vielerlei. Ich habe auch das Recht zu wählen. Ich mag keine zweibeinigen Dinger. Was bist du? Gute Frage, aber schwer zu beantworten. Ich bin, was du siehst. Du hast bestimmt viele Fragen, aber lass uns erst von hier weg. Ich gehe voraus. Cloud, du bist also doch gekommen, um mich zu holen. Entschuldigung für den Auftritt dort hinten. Ich habe nur vorgetäuscht, um Hojo abzulenken. Nachdem wir Iris jetzt gerettet haben, brauchen wir uns in diesem Gebäude nicht mehr aufhalten. Verdammt nochmal, raus hier! Wenn wir alle fünf zusammengehen, werden wir bestimmt bemerkt. Lasst uns in zwei Gruppen gehen. Ja. Bis später, wir werden im Aufzug im 66. Stock. Später, wir treffen uns mit dem Aufzug im 66. Stock. Ja, das hatten wir doch jetzt gerade. Habe ich es jetzt verrafft? Ich verraff's aber auch immer, ey. Ja, aber ist ganz okay.
Ah, feines Können. Sehr cool. Nee, halt erstmal gucken. Antigift. Moral plus 10. Da muss jetzt... Sehe ich das? Ja. Moral 24, 24, 23. Okay. Red 13. Als neues Mitglied kriegst du dieses. Und du darfst auch die Substanz Feuer alle erkennen. Feindes können und Gift habe ich. Okay, wusste ich gar nicht. Habe ich das nicht mitgekriegt? Naja. Element stehlen, wiederherstellen, Feuer, Schutzblitz wiederherstellen, alle. Ja, das bleibt bei Cloud. Zumindest bis nachher. So, jetzt wieder raus. War hier nicht noch irgend... Jawohl, da oben sind ein Trank und noch ein Trank. Dem schnell quatschen. Nein, bitte bring mich nicht um. Ich habe nur gemacht, was Hojo mir befohlen hat. Als Beweis hier, das ist die Codekarte zum 68. Stock. Würde ich das tun, wenn ich der Feind wäre? Hm, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So. Red 13, das wollte ich noch sagen, ist nach Cloud mein absoluter Lieblingscharakter. Der wird wahrscheinlich auch im Endteam, wie ich schon gesagt habe, dabei sein. Jetzt werden wir noch schnell speichern. Ja. Perfekt. So. Oh Gott, bin ich gerade verschrocken. Aber gut. Das sind wieder die dämlichen Dinger. Du hast Blitz. Mach mal da. Ach na. Mist, verdammte. Red 13. Kreuzschlag. Damit erledigen wir diesen Gegner. Die vergreift schon mal den an. Bam. Ach, das ging schnell. Achso, ja, den Blitz. Klar. So. Das finde ich nämlich auch schon mal geil. Red 13 ist auf dem gleichen Level wie wir. Und nicht wie tiefer eine Stufe drunter. Mache ich es mal eben so, weil ja, will natürlich nicht noch eine Phönixfeder verschwenden. Ja, jetzt mal schnell in den 68. Stock. Hopp. Da gibt es nämlich wieder einen Trank und noch einen Trank. Ach, Blödsinn. Wir wollen natürlich nicht in den 68. Stock, sondern in den 69. Wir waren nämlich gerade im 68. Aber natürlich bin ich zurückgelaufen, weil ich wollte hier speichern. Und da ist alles leer. Wo gehst du hin? Alle warten am